Mahlzeit, liebe Freunde. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Bambusbjörn und wir spielen heute wieder Unravel. Ich bin in der letzten Folge ziemlich schnell vorwärts gekommen. Ich hoffe, jetzt kommt erstmal wieder ein Level, was ein bisschen kniffliger ist. Obwohl wir sehr fortgeschritten sind im Verlauf der Story hier, war das letzte Level doch ein wenig einfacher und ja. So, und jetzt geht's ab ins nächste Level. Das gute Stück heißt Wintersonne und ich bin gespannt. Wie immer, was da auf uns zukommt. So, wir sind ein kleines Kindchen und wir sehen unseren Großvater, wie er mit unserem Geschwisterkind, keine Ahnung, in den Wald geht zum Schlittenfahren. Okay, dann wollen wir das Ganze mal starten. Falls es noch niemand mitgekriegt hat, wir sind eine kleine Figur in Form einer, ja, oh nein, einer roten kleinen, ja, Garnfigur, sag ich mal, und wir ziehen uns wie ein roter Faden durch die Story. Wow, ist das rutschig. Die uns hier entgegengebracht wird. Wir versuchen, die Erinnerungen einzusammeln, sodass die kleine Omi, die am Anfang aufgetaucht ist, auch ihre ganzen Erinnerungen wieder zurück einsammeln kann. So. Uff. Was ist jetzt denn los? Okay, hier können wir einen kleinen Schneeball bauen. Oh nein. Also das Spiel ist richtig cool. Wir interagieren hier mit der Umgebung, um vorwärts zu kommen. Und hangeln uns mehr oder weniger von Ast zu Ast hier an dieser Stelle. Wir werden aufgehalten durch sämtliche Tiere, die es hier gibt. Mal mehr, mal weniger. Und wir haben kleine Hilfsmittel. Wie zum Beispiel Drachen, kleine Tauben oder Vögel, die uns dann von einem Ort zum anderen bringen, weil wir sind natürlich ziemlich leicht. Ne? Oh! Da habe ich doch gerade aus Reflex ein kleines Geheimnis gelootet. Auch nicht schlecht. Moment mal gerade. Könnte ich es hier eventuell festmachen? Nein, ich habe schon... Wow! Okay. Das hier sind diese... Das hier waren diese kleinen Garnteile, ohne die wir nicht weiterkommen. Wir haben halt immer nur so ein bestimmtes Stück an Garn, was uns... Ui. Alter, was war das? So ein bestimmtes Stück an Garn, was uns dann halt übrig bleibt, um vorwärts zu kommen. Und diese kleinen Garnteile, die ermöglichen es uns... Okay. Weiter vorzuschreiten im Level. Und so ist der ganze Aufbau. Ja, nun, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hätte ich da oben eben springen müssen sollen. Können, tun, machen. Okay. Okay, hier geht's weiter. Ah ja, da kommen wir hoch. So, das mache ich da mal fest. Bin mir sicher, dass ich hier oben springen muss. Hui. Okay, vielleicht auch nicht. So. Und da haben wir jetzt... Oh nein, ich muss es wieder losmachen, oder? Vielleicht passt das gar nicht. Ja, wie ihr hier schon seht, kann es knifflig werden, muss es aber nicht. In der letzten Folge war es weniger knifflig, da musste ich auf jeden Fall... auch sehr viel machen, aber es war klar erkenntlich. So, wollen wir mal gucken, was wir hier mit dem Dingen machen können. Okay, hier anscheinend eher weniger. Er wird auch nur größer, wenn wir den richtigen Weg wählen hier. Anscheinend ist das der richtige Weg. Aber... Ach, guck, hier geht's noch weiter rechts. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ach, und guck... Und den können wir jetzt nehmen, um uns hier das nächste Garn zu holen. Nice. Weiter geht's an dieser Stelle aber trotzdem nicht. Das heißt, wir müssen wieder raus. Ist das so? Ich weiß es nicht. Es ist doch irgendwie ein bisschen strange gerade. Hier vorne ging es ja echt nicht weiter, ne? Vielleicht muss ich den kleinen Ball auch nehmen. Ist er hier noch? Ja. Kann ich ihn nehmen? Nee. Schieben kann ich ihn jetzt auch nicht mehr. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall hier lang.
gehen mal hier wieder hoch. Okay. Na komm schon, du Kleiner. So. Vielleicht, wenn ich es jetzt festmache. Wir haben ja jetzt mehr Garn. Vielleicht lohnt sich der Sprung dann mehr. Jo, da oben. Hui. Das habe ich eben gar nicht gesehen. So, und das ist auch eigentlich mehr oder weniger schon die ganze Spielsystematik. Falls es aus meinen Erklärungen eben nicht schlüssig wurde. Ich gehe mal hier weiter auf der Suche nach Geheimnissen. Ja, das war der Baum, den ich am Anfang bekommen habe hier. Beziehungsweise das Geheimnis, meine ich. Da werde ich dann nicht nochmal hingehen. Hier versuche ich wieder eine kleine Brücke zu bauen, dass wir hochspringen können. Und das hat auch geklappt. Nice. So. Uff, uff, uff. Okay, ein bisschen rutschig. Hier sind wir runtergefallen, hier gibt es das nächste Garn. Und hier gibt es auch den nächsten Tannenzapfen. Tannenzapfen! How to do that? Die Hake. Sie ist gut zum Haken, aber etwas aufzuheben wird mit ihr zur Qual. Das ewige Bücken. Das Strecken. Und all die vielen Probleme. Gibt's denn keine bessere Lösung? Doch, jetzt gibt es eine. Die Wunderhake 5000. Die einzige Hake mit Super-Greifsystem. Mit der Wunderhake 5000 wird das Aufheben kinderleicht. Ihr patentierter Multifunktionsgriff macht Gartenarbeit zum Vergnügen. Die Wunderhake 5000 kann einfach mehr als jede andere handelsübliche Hake. Okay. Okay. Die Wunderhake 5000 hebt Blätter auf. Unkraut. Gras. Pflanzenreste. Torf, Stöcke und Zweige, Rasenstücke, kleine Äste, mittelgroße Äste, Sonnenblumen, Tannenzapfen, Dreck, Tulpen, Müll, nassen Müll, nasse Blätter, Rosenzweige, Heu, nasses Heu, Bienenkörbe, Löwenzahn, Eicheln, Insektenkokons, Baumrinde, grünes Steinmoos, Holzspäne, große Steine, Kies, mittelgroße Steine, Federn, Tannenzweige, dünne Zweige, Zweige mit Blättern, dünne Zweige mit Blättern, dünne Zweige mit nassen Blättern, Tannenzapfen, verwelkte Blumen, Tannennadeln, Tannenzapfen, Kirschblüten, Gestrüpp, 200 Bleistifte, Ziegelsteine, Flieder, Beeren, Flieder und Beeren. Haben wir Tannenzapfen schon erwähnt? Vertrocknetes Gras, nasses vertrocknetes Gras, diverses Gestrüpp, Luft, Vogelnester, Ambosse. Die Wunderhake 5000 ist das beste Gartengerät aller Zeiten. Und jetzt bekommen Sie sie für nur 39,95. Verpassen Sie dieses sensationelle Angebot nicht. Bestellen Sie noch heute. Dann mache ich das Ganze hier mal fest. Genauso wie hier. Und dann genauso wie hier. Und ich hoffe, dass es das bringen wird. Die nächste Erinnerung haben wir schon mal. Moment, die sammle ich kurz mal ein. So. Da oben ist der nächste. Okay. Ich gehe nochmal runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Tannenzapfen brauche. Diesen hier. So. Und jetzt können wir ihn da drüber schieben. Und hier drüber schieben. Und hier drüber schieben. Und hey, guck dir das an. Wieder eine Höhle. Oh, und wieder Garn. Ach, okay. So, das war's aber jetzt, ne? Hier gibt's nichts weiter, oder? Okay, keine Geheimnisse mehr am Start. Wir haben das nächste Stück Garn eingesammelt. Das heißt, wir können weitergehen. Hey. So. Und zwar hier oben. Mit. Ja, dem Tannenzapfen, der da oben hängt, wahrscheinlich. Wow. Hier ist das nächste Garn.
Ob da oben vielleicht ein Geheimnis wartet? Ich mach das mal fest. Dieses Sprungteil hier ist... Yo. Auf jeden. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich hier den... Ach, da rechts unten, oder was? Alles klar. Oh. Krass, das wollte ich gar nicht. Alter, ja gut. Das war's dann wohl mit dem Geheimnis. Was soll's? Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. So, der Schnee darf ja auch mal weg. Oh, das ist ziemlich steil, was hier oben abgeht. Ich spring mal gerade noch hier hin, um zu gucken, ob ich auf der anderen Seite irgendwas graben kann. Das sieht nicht danach aus. Also gehen wir weiter. Hüpf, hüpf, hüpf. Okay, hier gibt es anscheinend auch nichts. Wow. Okay. Erstmal das Garn einsammeln. Dann hüpf. Oh Gott. Was zur Hölle? Okay. Das ist krass. Hip. Und jetzt das gleiche nochmal. Nice. Und wir haben wieder Garn am Start. Das heißt, wir können hier runtergehen. Oh shit, was geht hier ab? Indiana Jones, ey. Indiana Jones. Hip. Boah, das war knapp. Und hier haben wir wieder Garn. Das heißt, ich bin auf jeden Fall noch richtig. Ich bin auf jeden Fall noch richtig. Geht's hier oben lang? Jo. Okay. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Eventually. Ah, ja. Ich verstehe, verstehe. Da oben muss wieder ein... Schneeball in das, in den Baumstumpf rein. Okay. Ich muss also tatsächlich mich da oben hochschwingen. Ich nehme mir mal ein bisschen mehr Garn. Und dann sollte das auch was werden. Nicht. Okay, vielleicht muss doch kein Stein. Schneeball rein. Das ist ja lollig. Das ist ja lollig. Da oben komme ich bestimmt nicht drauf. Deswegen gehe ich einfach mal direkt weiter. Oh, da hinten guckt der Hirsch um die Ecke. Puff. So, und wir haben wieder einen kleinen Tannenzapfen, den wir im Schneeballsystem wahrscheinlich wieder richtig big machen können. Okay. Da war jemand Eisangeln. Auch nicht schlecht. Und nun? Was ist das? Okay. Jemand Eisangeln. Da haben wir direkt die Erinnerung mit reingeschlonzt. Muss ich den vielleicht ziehen? Nein. Oh, ne. Boah, krass. Okay. Ich hab's verstanden. Puh. Ja, Keule, komm mal hier hin. Du musst hier in das kleine Loch. Das war really close. Vorsichtig, vorsichtig. So. Nein. So. Da können wir ihn ziehen. Pass auf, den schieben wir. Gleichzeitig mit dem hier. Dann muss ich nämlich nicht nochmal zurück. Huch, abgebrochen. Flug. So, der Große kommt da drauf. Und der Schneeball kann weiterrollen. Boah, wird er jetzt bigger oder was? Nee, aber ich kann da drauf und dann... Was? Ah, ich dachte gerade. Hüpf, hüpf, hüpf. Da ist das nächste Garn.
Da muss ich anscheinend hochspringen. Die ein oder andere Erinnerung ist auch noch am Start. Und hüpf. I see what you did there. Okay. Ja, da unten, okay. Ich lasse mich hier mal gerade runter. Ah ja, gut, das klappt ja. Moment. Ha, okay, habe ich gewusst. Hab ich gewusst. So, jetzt nehme ich mir das ganze Ding in hier. Na komm. Mach es fest. Mach es fest. Dann kann ich da oben nämlich hochklettern. Und eventuell kann ich dann das Geheimnis da oben reinschlonzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, komm schon, jawohl, komm schon. Oh. Nicht? Okay. Okay. Nee, das ist es nicht. Why? Warum ist es das nicht? Warum ist es das nicht? Ich kann mich da tatsächlich nicht dran langömmeln, ne? Tja. Wahrscheinlich muss das Feuer angemacht werden. Ah, ich hab's. Oh, bin ich doof. Jetzt machen wir das Ganze da noch fest. So. Rollen. Rollen. Und jetzt? Ach so, alles klar. Gehen wir wieder dahin. Jetzt kann ich den da reinrollen, ne? Kann ich den jetzt da reinrollen? Ja. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt kann ich mich da oben nämlich draufstellen. Und Schwingürken, Alter. Nice. So. Weiter nach unten geht es nicht, deswegen... Ja. Ey, jetzt sagen wir nicht, ich muss da... das kann ja was werden, ey. Das ist ja scheiße. Ob ich das wohl hinkriege? Nö. Hab ich auch keine Lust drauf. Was ist hier denn los? Ach, ich hab's schon geschafft. Krass. Ja, dann hätte ich mir das Teil echt noch nehmen können. Naja, was soll's. Was ist das? Eine Sternschnuppe? Sternschnuppe vor allen Dingen. Eine Sternflocke. Schneeflocke. Meine Fresse. So, kleb's drauf. Und die Erinnerung ist auch wieder unsers. Was haben wir denn da alles? Ein Fisch, eine Blume, ein Schmetterling, eine Spinne, eine Mücke, eine Stern. Ich sag schon wieder Sternschnuppe. Schneeflocke, wollte ich sagen. Egal, wir gucken mal in das Buch rein. Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Oh. Ein bisschen traurig. Aber wie wir hier vorne sehen, hier vorne, haben wir schon mehrere Fotostreifen wieder zu einem ganzen Bild zusammenfügen können. Einer fehlt uns noch. Und das heißt, wir sind kurz davor, das Ganze hier abzuschließen, gehe ich mal von aus. Ja, dazu aber mehr in dem nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.